Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Partner Multiplayer Projekts mit Maurice. Hallöle. Hallöchen. Ja, wie? Ja. Dann mal fang du an. Ja, zwar geht es weiter mit unserem LS-Projekt. Wir haben hier wieder en masse zu tun. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir haben natürlich auch wieder viel zu besprechen. Heute 2,5 Stunden Aufnahmesession. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu bequatschen. Ich kümmere mich erstmal um die Kartoffeln hier, den Rest von diesem Feld hier abzuernten. Marc bringt schon mal den Mist schon mal wieder auf die Felder. Genau, wir werden nämlich jetzt mal Mist streuen. Wir haben keine Ahnung, wie viele Millionen Liter hier rumgammeln. Das heißt, wir werden damit jetzt mal anfangen, schon mal mit Pfand und RCB jetzt gleich. Den werde ich jetzt dann zusammenbauen mit Schaufel. Dann werden wir jetzt gleich von hinten uns anfangen. Genau. Wie gesagt, wenn ich mit den Kartoffeln hier fertig bin, geht es halt noch an die restlichen Beine hier auf dem Feld, die ich. Wäldern liegen. Sollen wir erstmal über das Gesprächsthema der letzten Woche Ja, das ist quatschen? ja Gesprächsthema Nummer 1. Bibis, wie war das und ihr ein schöner Song? Das ist ja Ja, der ist eine. ja der Burner. Ja, Ja, sag muss. mal. Da, da, di, da, da. Rob. Und so weiter und so fort. Ja. Jeder kennt es. Warte. Warte. Hä? Meine P neue PC-Zusammenstellung-Bauweise hat noch nicht ganz so funktioniert. Erstmal aufstehen. Irgendwo hängt mein Kabel fest. Was hast du jetzt veranstaltet schon wieder? Nee, ich habe gar nichts veranstaltet. Keine Ahnung, ich wollte gerade. Ich habe alles jetzt schön an Kabel auch schön sortiert, dass das schöner aussieht hin und her. Und auch das von meinem Joystick. Und ich wollte jetzt gerade mal meinen Joystick ziehen, nur das Kabel kommt nicht hinterher. Bin ich aufgestanden, habe an dem Kabel gezogen. Und es klappt immer noch nicht. Ach, Latsch mir, Lock, leck mich doch Arsch, ey. Und wieder aufstehen. Ich mich da Oh, irgendwo drin das verhangen? Würstchen. Oder verhakt? Ja. Hä? Ist verarschen? Ach, ich weiß wo dran. Jetzt habe ich's. Jetzt läuft's. Oder auch nicht. Ne, fast. Jetzt. Ich habe natürlich auf einem Ohr wieder Musik, weil ich kann mich hier nach 2,5 Stunden auf Max Gelaber, da habe ich keinen Bock drauf. Halt doch die Fresse. Das musst du in der Schule auch Sag, ich aushalten. Ich bin mal weiß gar nicht, jetzt was mal du hast. direkt mal Kopfhörer eingesteckt. Genau, aber nochmal zu Bibi Song zurückkommen für das Ja. Gesprächsthema dieser Folge. Ja, es ist natürlich jetzt schon ein paar Tage her. Da war sogar schon Wochen, seitdem der Song rausgekommen ist. Und ja, das ist natürlich der Shitstorm Nummer 1. Er hat zwar 30 Millionen Aufrufe, aber auch knappe jetzt, glaube ich, schon 2 Millionen Dislikes. Ja. Und das ist natürlich heftig. Und ist natürlich auch eine Haus. Ah, ja, Entschuldigung. Erstmal eine Hausnummer, die der erstmal schaffen muss. ja, also erstmal so viele Aufrufe ist natürlich auch schon eine Sache, aber die andere Sache natürlich die Dislikes. Das ist natürlich. Das Like ist halt Verhältnis ist halt einfach. Boah. Ja, sicher, sie hat damit jetzt Geld gemacht. Das steht außer Frage. Egal ob schlecht oder nicht schlecht. Das ist eigentlich ja egal. Geld hat sie damit. Verkehrt. Hat sie ja damit eh gemacht. Warte. Ja, erzähl weiter. Deswegen sind wir mal gespannt. Es gibt viele YouTuber, die das A schon kommentiert haben, aber auch B schon einen Remix gemacht haben. Wo man dann doch mal überlegen muss, ja, die sind gar nicht schlecht geworden. Also bin ich jetzt der Meinung, da hier von. Wie heißt der jetzt noch? Jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Die das neu geremixed haben. Ja, David hat mir auch noch ein Video geschickt. Auf jeden Fall, da gibt es ja eine ganze Litanei. Das sind, keine Ahnung, Ich weiß 10 gar nicht, Leute, wie die mir viele jetzt waren. spontan einfallen würden. Ja, mir auch. Und da gibt es halt aktuell so viele Leute, die das halt einfach besser gemacht haben. Natürlich, es gibt natürlich auch die Waren, die das wirklich gut finden. Natürlich, es ist nicht schlecht, muss man jetzt davon ausgehen. Es gibt Schlechteres, muss ich leider dazu sagen. Aber Ja. es ist halt natürlich nicht meins. Also auch nicht Ey, Maurice, also als ich so ein dächte. Schnurzen-Gedöns kann sich auch sonst wohin stecken. Das Natürlich und war auch. einfach Natürlich meine. das Einzige, was Maurice daran schön ist, ist die leichte Bekleidung. Die findet Maurice natürlich Boah, geil. Marc, halt die Fresse, ich finde das Lied zum Kotzen, weil jeder auf diesem TS hat irgendwas schon mal davon gesungen, ne? Boah, kriegst du so viel in der Schule, jeder. Aber wir sind wie scheiß TS, hat mindestens schon jeder zweite davon mal gesprochen. Junge, Junge, ist das nicht schön. Wenn ich richtig trinken kann, nicht so ein Scheiß ist das, ne?
Ja, und das ist halt dann ja, das Gesprächsthema des Jahrtausends aktuell. Und Ja. jeder YouTuber macht immer wieder neue Videos. Herr Newstime. Herr Newstime? Mr. Genau, Newstime wie die alle und heißen. Wirkt ja eh nicht durch. Trashpack. Mr. Trashpack, das sind die beiden, die ich auch verfolge. Die haben halt, ja, beide davon schon Videos gemacht. Mehrere, muss man sagen. Natürlich, dann kommt natürlich auch noch die Sache raus, ja, ist das jetzt geklaut oder nicht? Und Naja, das ist auch noch hier dieses Gerücht. Also gibt auch mir noch kommt die Melodie verdammt bekannt vor. Ich weiß nur nicht nicht woher. nur dir, und mein Klassenlehrer, die, wir haben sie ja dann in Deutsch heute, Ja, weil das nicht ist ja Deutsch, dumm. nicht Mittwoch, wir hatten Mittwoch Deutsch, letzte Woche für euch, hatten wir Deutsch, da haben wir das dann auch, ja, kam das dann auch im Gespräch auf, weil das ist halt in der Schule halt einfach auch präsent. Wir haben das dann dort dann nochmal Uns angetan. angehört. Ja, ich glaube schon eher angetan. Nicht angehört, Ja, angetan. angetan ist es, glaube ich, das bessere Wort, haben uns das dann angetan. Und da sagte sie auch, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, diese Melodie gab es irgendwie schon mal. Und natürlich, das bestärkt es einen natürlich, wenn jemand sagt, der Vor allem bedeutend die ist älter. nicht gerade 20, sagen wir es mal so. Nein, die bedeutend älter ist als wir, die dann sagen kann, ja, das wie die kenne ich so in etwa. Das ist dann auch schon mal so eine Sache, wo man dann überlegt, boah. Das heißt doch schon mal was, dass dieses Video irgendwo schon mal existiert sein musste oder irgendwo schon mal als was weiß ich nicht gekommen ist. Oder als was für ein Video. Bin ich der Meinung. Also. Naja, wir sind mal gespannt. Sie hat damit ihr Geld gemacht. Sie ist zufrieden. Die anderen Leute haben was zum Quatschen. Also haben die Leute jetzt trotz der schwierigen Lage gut Geld dran verdient, muss man sagen. Ja, leider. Leider, mal wieder. Ja, wann verdienen die damit mal kein Geld? Ja, wollte ich gerade sagen. Ist Also natürlich aus eigenem bedeutend Scheiß, klar. einfacher, mit schlechtem Content Geld zu dienen, verdienen als mit gutem Content. Naja, mal gucken, was dann noch so Ja. rauskommt, ne? Ja, Ob, sicher. gucken, ob Bibi dann jetzt auch weiter Musik macht oder ob das jetzt nur so ein One-Hit-Ding war. Ja, sicher kann sein, dass das jetzt Präsenz genug für die ist, gewesen war. Wie auch immer. Naja, wir sind mal ganz entspannt. Ich auf jeden Fall mal Musik hier. Warte, ich muss mal was ausprobieren. So, red mal bitte. Einen wunderschönen guten Morgen. Scheiße. Das Ich klappt habe jetzt jetzt. zwar beide Kopfhörer, also beide Ohrstöpsel drin. Beides immer. Also eins Ah, ist kriege ich auch schlecht. hin, aber zwei ist schwierig. So, was wollte ich machen? Also wie ihr seht, jetzt oben links beim Inspector-Mod, da sehen wir, haben wir nicht die Schweine, wir haben es dann offline geschafft, dann noch die Tiere zu kaufen. Und jetzt brauchen wir halt Moneten, Moneten und noch mehr Moneten. Um halt die Fuhrpark jetzt aufzubauen. Also jetzt wieder aufzubauen, jetzt haben wir ja die Tiere alle gekauft, jetzt müssen wir den Fuhrpark aufbauen. Also weiter erneuern, das ist jetzt so unser nächstes Ziel in den 10 Folgen heute, die wir heute aufnehmen, dass wir da heute einfach wenigstens schon mal alles angesehen kriegen, oder zumindest die Hälfte. Nachdem wir erstmal Mist und Gülle ausgebracht haben, denn da haben wir keine Ahnung, Genau, Mist ich haben wir kümmere über mich hier weiter. eine halbe Million Liter im Lager. Das werden wir jetzt erstmal, oder werde ich erstmal heute, dadurch, dass wir ein paar Felder runter sind, ist eigentlich Feld 10 auch runter, Fragezeichen? Es ist alles runter, es ist nichts mehr Boah, offen. dann können wir heute ja richtig Mist ausbringen. So geil. Glaube ich zumindest. Ja, Ich das sieht kann es so dir aus, auch oder? nicht sagen, weil wann war ich Doch, das? doch, ist aber. Wann war ich das letzte Mal auf dem Server? Na, ist aber, weil der Ding steht schräg auf dem, steht schon zurück hier auf dem Hof, der Drescher, deswegen ist schon alles fertig. Ja, stimmt, klar. Sonst hätten wir ja die Schweine nicht gekauft schon, wenn da nichts alles fertig wäre. Ja, doch. Keine Naja, Ahnung. ist ja doch, ist aber alles fertig. Von daher, von daher, ja. Naja, denke ich mal heute guter Dinge. Mal schauen, vielleicht besucht uns heute auch noch mal irgendwann einer. Keine Ahnung, also ich habe es geschrieben, es hat sich keiner noch dazu gemeldet. Ist ja auch kein Problem. Doch, Luis, ich habe ja jetzt mit Luis noch kurz gesprochen, der hat keine Zeit.
Ist jetzt auch. Natürlich Donnerstagnachmittag, das ist halt für viele immer so eine Sache, ob da Zeit ist. Ja, 3 Uhr ist immer so eine unchristliche Zeit, wie ich es immer so schön sage, weil es ist entweder ist es nicht Abend, es ist nicht Mittag, es liegt halt so dazwischen, ne? Es ist halt immer so eine blöde Zeit, Deswegen ne? auch nachmittags. Naja, das ist immer so eine blöde Zeit, da haben viele irgendwie noch Sport oder keine Ahnung was, ne? Oder Und sind Reiten nicht so oder hobbylos keine wie wir Ahnung, und wer nehmen reitet, auf. aber ich kenne welche, die zwar reiten, aber egal. Und ja, das ist immer so eine blöde Zeit halt, ne? Nach der Schule. Viele haben ja auch noch Schule, ne? Wir haben ja nicht alle so pünktlich im Frühjahr wie wir. Gut. Und ja. Ja, aber ich denke, wir kriegen das schon gerockt und deswegen Ja, arbeiten wir Grog da. kriegen wir da sowieso. Wir können es halt mit small, knapp 280 Abonnenten. Ja, und Scheiße, das geht nicht runter, oder doch? zu den Abonnenten muss ich später auch nochmal, oder was heißt nicht zu den Abonnenten, zu einem Kommentar muss ich gleich nochmal was sagen. Ach ja, den Typen müssen wir auch gleich. Hattest du ihn angeschrieben wegen Beitritt Ne, da? da wollte ich gleich nochmal kurz mit dir reden. Ich habe mir den Achso, ja. Kommentar gerade mal in unserem Spam-Ordner mal einmal komplett durchgetan. Gelesen. Deswegen Warte, wollte. ich lese ihn mir auch mal eben durch. Lesen den mal durch und dann sag mir mal, oder dann da quatschen wir gleich in der nächsten Folge da mal drüber. Weil da können wir auf jeden Fall eine Folge mitfüllen. Ich war nämlich gerade schon mal auf Ja. seinem YouTube-Kanal unterwegs. Okay, Gmail. Unter welcher Dings war die gelandet? Auf unserem Hauptkanal. Du musst auf unseren Hauptkanal gehen. Dann auf Community, weil du kriegst den in der Mail nicht ganz angezeigt. Ich habe mir nämlich schon 100. Da fehlt mir jetzt irgendwie so mindestens noch 2 Wörter, aber da ist noch ein ganzer halber Roman gewesen. Das heißt, du musst dir den mal eben da auf unserem Videomanager angucken. Auf Community und dann auf Spam. Den würde ich auch erstmal noch nicht freischalten. Da warte noch mal kurz mit. Also auf dem YouTube-Kanal, warte mal, jetzt. Also YouTube-Kanal. Ja, dann gehst du auf Videomanager. Ja, warte, warte, warte. Noch einen Moment hier laden. Boah. Wo war denn die Sitze hier? So, Videomanager. Community Ja, Community. und dann Nachrichten oder irgendwie sowas in der Richtung Nachrichten. müsste da stehen als Unterpunkt dann jetzt. Wie heißt der Kollege? Guck mal in dem Spam-Ordner, da müsste ein Spam drin liegen. Bei Nachrichten vorhanden, weiß Spam. Nicht? Na Ja, mal gut. vielleicht bei Kommentaren mal gucken. Ich habe ein. Weil da habe ich nämlich wahrscheinlich Spam. Ah ja. Ja, und, Genau, ja, ich bei hab's. Kommentare, Entschuldigung, ja. Ja, ich hab's. Lesen dir mal durch und sag dazu noch nichts, das machen wir. Wow, machen wir in der nächsten. Ja. Ja, und sonst heute so. Maurice liest jetzt erstmal ganz fleißig. Ja. Ich war gerade schon mal auf seinem Kanal unterwegs, also deswegen kann ich da gleich vielleicht noch ein paar Sachen mehr zu sagen. Okay, ja. Okay, ich weiß Bescheid schon mal, worum es geht. Weißt Bescheid, gut, das ist schon mal interessant. Ich weiß Bescheid. Quatschen wir jetzt erstmal ganz normal weiter, ja. Wir sind aktuell in der ZP-Woche. Schon. Ja, hören wir auf mit ZPs, ne? Aber Deutsch ist ja noch relativ. Ah, Marcel auch ja, nice, warte. Ziehen mal, geh mal, frag immer, ob er Zeit hat für Aufnahmen. Ja, und schon ist er weg. Ja, wir sind in der ZP-Woche, das heißt Stress, 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 Stress. Na gut, obwohl, wir machen, also ich mache mit aktuell keinen Stress, muss ich leider dazu sagen. Ich werde es jetzt erstmal genießen, muss ich leider dazu ge oder genießen ist übertrieben. Aber ich werde jetzt erstmal, ja gut, Deutsch werde ich jetzt nicht lernen, weil ich weiß jetzt nicht, was ich da lernen soll. Leseverstehen machen wir und dann irgendwas Schriftliches dann halt, wo ich dann halt, keine Ahnung, was Schriftliches schreiben muss. Das ist jetzt kein. Ich glaube, das ist nicht allzu schwierig. Gut, dann Englisch, da ist beim E Hopf und Malz verloren. Da werden wir, oder werde ich jetzt erstmal zumindest. Dann kann ich Marcel reintun? Sicher, immer wenn. So, ging doch schneller als. Ging doch schneller als gedacht, Marcel. Sicher, du hast noch 30 Sekunden und dann joinst du bitte auf dem Server erst. Ach, gib dir mal Talk Power. Ja, wollte gerade sagen, irgendwas stimmt schon wieder hier nicht. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Jedes Ja, Mal und jetzt vergessen wir die bitte. Talk Power. Ach, Jetzt Talk aber, man hört ihn. Hallöle. Hey. Hallo.
Immer vergesse ich die Togpo oder Maurice oder wer auch immer. Immer wieder das gleiche hier. Katastrophe. Also bei mir Chef hätte mir jetzt gesagt, was für ein Saftladen. Ja, Maurice, dann moderier ab, alles gut. Dann ja, ist das war's auch meine letzte Folge von unserem S-Projekt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert unseren Kanal und schaut auf jeden Fall euch auch die nächste Folge an. Bis dahin, ciao, ciao und bye bye. Tschüss.